Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Spezials. Diesmal habe ich mir etwas ganz Spezielles überlegt. Wir werden nämlich mal versuchen, Folgendes, ich zeige es euch einfach. Ich habe das Inventar meines Charakters quasi komplett geleert. Oh, weg damit. So, komplett geleert. Wir haben wirklich nicht mal mehr Munition. Diverses habe ich jetzt nicht ausgeleert, weil ich mir dachte, egal. Und Dogmeat als Begleiter. Sonst nix. Wir sind komplett nackt und unbewaffnet. Genau. Und was wir jetzt machen, wir stellen auf Überleben. Ups. Nicht auf sehr leicht, sondern auf Überleben. Ja. Und nun werden wir versuchen, einmal quer durch den Commonwealth zu reisen. Oder durch das Commonwealth. Wir werden hier, ich habe unten eine Markierung gesetzt, hier ist ein kleiner, cooler, versunkener Leuchtturm. Also ziemlich, ja, ziemlich am südöstlichen Ende der Karte. Und wir werden versuchen, dahin zu kommen. Zu Fuß. Denn es gibt im Survival-Modus kein Schnellreisen. Das heißt, uns bleibt gar keine andere Wahl. Und wir benutzen nur das, was wir auf dem Weg finden. Als Begleiter gibt es nur Dogmeat. Und da ich keine Kronkorken aus meinem Inventar entfernen kann, ohne irgendwie jetzt unnötig Schrott zu kaufen, gibt es auch keine Händler. Also es wird nicht eingekauft. Verzeihung. Und wir schauen einfach mal, wie weit ich komme. Denn der Überlebensmodus ist wirklich nicht zu unterschätzen. Denn neben dem Punkt, dass wir nicht schnell reisen können, können wir krank werden. Wir können ziemlich schnell sterben. Ich glaube, selbst mit meinem Level 100 Charakter dürfte jede Granate, jede Explosion sofort tödlich sein. So, ich bin ehrlich gesagt froh, dass der hier rumliegt. Der regeneriert sich ja immer wieder, denn der gibt uns wenigstens gleich mal ein bisschen Start-Equipment mit auf den Weg, das wir auch brauchen können. Denn ich habe mir ehrlich gesagt gerade Gedanken gemacht, jetzt nachts im Regen komplett nackt hier rumzulaufen, könnte schon echt problematisch sein. So, wir nehmen jetzt gleich mal diese Impro-Pistole. Was Besseres haben wir momentan nicht. Und den Kreuzschlüssel als Nahkampfwaffe. Ich habe, wie gesagt, auch die komplette Munition weggelegt. Das heißt, ich habe auch hier nur das, was wir jetzt finden, auf dem Weg. Ich bin ja wirklich gespannt, ob das was wird. Es kann echt schnell vorbei sein. So, da vorne ist noch eine Siedlung von mir. Hier mache ich mir noch keine großen Sorgen. Aber wir haben einen relativ weiten Weg vor uns. Ich gehe einfach mal ein bisschen querfeldein. Wir werden bestimmt ziemlich coole Sachen entdecken und coole Sachen erleben. Ich werde grundsätzlich auch zwischendurch speichern, aber im Survival-Modus kann man nur in Betten speichern. Das heißt, wir müssen uns hinlegen und schlafen, wenn wir speichern wollen. Und auch beim Looten werde ich mich zurückhalten, denn im Survival-Modus kann man wesentlich weniger tragen als im Hauptspiel. Das heißt, ich nehme wirklich nur mit, was wir brauchen können. Wird kein großartiges Gerümpel gelootet und ich werde relativ viel schleichen und ohne Licht unterwegs sein. So, ich bin wirklich gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich habe mal einen, ich habe ja einen Charakter auf dem Survival-Modus, auf dem Überlebensmodus und ich habe momentan wirklich Probleme, diese Fabrik ganz am Anfang einzunehmen. Eine der ersten Quests, nachdem man dieses unter Anführungsstrichen Tutorial abgeschlossen hat, da soll man eine Fabrik von Raidern säubern und den Anführer töten, damit man das zweite Settlement für die Minutemen rekrutiert. Und ich schaff's nicht. Sobald ich da reingehe, bin ich tot. Oder auch nur in die Nähe komme. Also ich habe es einmal reingeschafft. Es ist schon wirklich hart. Ich glaube, wir werden sehen, dass selbst mit meinem Level 100 Charakter ohne die notwendige Ausrüstung wir echt schon ziemlich schnell auf ziemlich große Probleme stoßen werden. Und die Größe der Welt unterschätzt man auch ein bisschen, wenn man schnell reisen darf. Ich habe deswegen Dogmeat als Begleiter gewählt. Ich wollte ursprünglich eventuell keinen Begleiter mitnehmen, aber ich wollte so ein bisschen dieses ursprüngliche Fallout 4 Feeling mal wieder aufbringen und da gehört Dogmeat einfach mit dazu. So, da hinten brennt Feuer. Ich werde mich da jetzt mal ein bisschen vorsichtig anschleichen. Also zumindest brennt da Licht. Ich weiß nicht, ob es Feuer ist. Ich drücke öfter auf den Wet-Modus-Knopf, weil der mir schon in der Entfernung Gegner anzeigen würde, auch wenn ich sie noch nicht sehe. Ich habe Erfahrungspunkte bekommen.
Das heißt, irgendwas kämpft hier in der Nähe. Ich kann hier nicht wirklich irgendwas finden. Dann schauen wir uns doch mal an, ob in dem Lager irgendwas Nützliches für uns rumliegt. Leere Milchflaschen. Ah, nicht schlecht. Immerhin ein bisschen Stimpack und ein bisschen Alkohol. Und hier haben wir ein Redaway, auch sehr cool. Na gut, mehr ist hier fürs Erste nicht. Dann schauen wir einfach mal weiter. Ich schaue mal kurz auf die Karte, damit wir uns einen kleinen Überblick verschaffen. Ja, wir haben eigentlich doch schon ein einigermaßen gutes Stück zurückgelegt, mehr oder weniger. Ich kann auch wirklich nicht einschätzen, wie lang dieses Special jetzt hier wird. Ich hoffe, dass wir über einige coole Sachen stolpern werden. Denn theoretisch, könnten wir echt über so einige stolpern hier. Ich war echt erstaunt mit meinem Überleben-Charakter, über was man im Wasteland alles stolpert, wenn man nicht schnell reisen kann. Okay, hier haben wir Blutkäfer. Gehen wir da mal hin? Ich glaube, mit denen werden wir fertig. So ein paar kleine Blutkäfer. Und da brennt Licht. Das würde mich interessieren. Leider schießt mein Charakter ziemlich daneben. Denn im Überlebensmodus machen übrigens nicht nur die Gegner wesentlich mehr Schaden, sondern auch wir teilen wesentlich mehr Schaden aus. Oh, wir haben schon unsere komplette Munition verschossen in diesem Einwärtsmodus. Dann müssen wir wohl in den Nahkampf übergehen. Na gut, das funktioniert bis jetzt noch problemlos. Ich habe schon ein bisschen Angst, wenn wir durch die Stadt im Zentrum der Map müssen. Da sind einige ziemlich heftige Raiderbanden unterwegs und ich habe auch mal einen Behemoth in der Stadt getroffen. Das war echt unschön. So, mir wird Vorsicht angezeigt. Das heißt, hier ist irgendwo noch Gegnervolk anwesend. Aber ich weiß nicht wo. Ich gehe mal in diesen Bunker in der Hoffnung, dass wir da vielleicht ein bisschen Waffen oder sowas finden könnten. Aber keine Ahnung, was uns da sonst noch so erwartet. Ein Augenbot. Aber der tut uns nichts. Okay. Cool. Fusionszellen. Fehlt uns die richtige Waffe dafür. So, jetzt profitieren wir natürlich davon, dass mein Charakter ein perfekter Hacker und Schlossknacker ist. Also. Das ist natürlich jetzt ein Vorteil, den man mit einem neuen Charakter nicht hat. Aber ich glaube trotzdem, dass das einigermaßen gut funktioniert, um den Survival-Modus auch so ein bisschen fortzuführen. So, was haben wir hier? Hoffentlich irgendwas Gutes. Eine Splittergranate, eine Splittermine und einen Molotow-Cocktail. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir den noch brauchen werden. Ich rüste es gleich mal aus. Nee, Moment. So, genau. Und ich leih mir mal das Bett von diesem Soldaten hier, damit wir gleich mal ein bisschen bis morgen früh schlafen können. Schlaf ist nämlich auch ziemlich wichtig, denn wenn unser Charakter übermüdet ist, senkt sich unser AP-Balken. Ähnlich wie sich Radioaktivität auf die TP auswirkt, wirkt sich Müdigkeit auf die AP aus. So, nochmal kurz einen Blick auf die Karte geworfen, wo wir jetzt eigentlich sind. Okay, ich verstehe. Wir sind jetzt hier auf Höhe von unserem zukünftigen Museum, das gerade im Bauen ist. Da werden wir jetzt nicht vorbeikommen. Wir sind jetzt kurz vor der Stadt. Ich glaube, wenn wir durch die Stadt sind, haben wir das Schlimmste überstanden. Naja, ich meine die Meyer-Lurks dahinter und so. Wenn wir irgendwie auf eine Queen treffen und bis dahin noch keine anständigen Waffen haben, dann sehe ich schwarz. Beziehungsweise müssen wir dann halt laufen. Ah, Siedler. Harmlose Siedler. Das ist doch mal nett. Dass in so einem Haus keine Raider wohnen. Hallo. Haben die hier irgendwas, das ich mitnehmen kann an Essen oder so? Mich wundert es, dass wir noch keinen Hunger und keinen Durst haben. Stimpack Redaway, aufbereitetes Wasser. Sehr gut. So. Weiter geht's. Okay. Ah, Railroad Agent. Ah, auch hier profitieren wir natürlich ein bisschen, dass ich das Spiel schon durchgespielt habe. Denn wir haben hier so einen kleinen Railroad Außenposten. Hier können wir uns einigermaßen sicher fühlen. Hallo.
Und hier finden wir auch anständig Loot. Das nehmen wir mit. Das dürfte uns schon ein bisschen einen Boost verleihen. Zumindest Munition haben wir jetzt einiges gefunden. Aber abgesehen von Sprengstoff auch jetzt nicht irgendwie Superwaffen. Dieses Impro-Gewehr benutzen wir jetzt natürlich statt der Impro-Pistole, was deutlich besser ist. Okay, ah, ein Revolver. Revolvergewehr, okay. So, das da hinten ist diese Fabrik, von der ich vorher erzählt habe. An der ich mit meinem Survival-Charakter ziemlich schnell gescheitert bin. Oder ziemlich oft auch schon. Es war einfach wirklich eine Umstellung, weil mit diesem Charakter hier bin ich doch schon super überpowered. Und so ein neuer Charakter auf dem Überlebensschwierigkeitsgrad ist halt wirklich extrem fragil. Und man muss halt wirklich aufpassen. Das sieht so ein bisschen nach Supermutanten da hinten aus, aber das könnte auch dieser Mole-Rat-verseuchte Schrottplatz sein. Ich mache mal einen Bogen hier um diese Fabrik. So, ich glaube, jetzt wird es schon langsam ernst da unten. Mich wundert es wirklich, dass wir noch keinen Durst und nix haben. Ich hatte irgendwie ständig Probleme damit. Ich muss jetzt mal kurz schauen, nicht, dass wir irgendwie... Nee, ist schon okay. Ist schon auf überlebend gestellt. Wollte nur noch mal auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Oh, da unten bewegt sich irgendwas. Aber ich kann es nicht anvisieren. Wer weiß, wo wir hier gelandet sind. Ah, ich war hier erst vor kurzem. Ich kann mich erinnern, deswegen sind auch hier die Kisten leer. Na gut, okay. Ich habe nämlich zwischen zwei Museumsbaufolgen, also regulären Let's Play-Folgen einfach, bin ich losgezogen, um ein bisschen Kupfer zu sammeln. Und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt einfach mal zu Fuß nach Diamond City, beziehungsweise nach Good Neighbor. Und habe da eben ziemlich viel crazy Shit erlebt und habe mir gedacht, da müsste man eigentlich eine Folge draus machen. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht gleich im Überlebensmodus, wenn wir schon sowas machen. So, bis jetzt läuft ja noch alles überraschend gut. Wir sind anscheinend noch wohl genährt, haben keinen Durst. Uns geht's wunderbar. Und wir sind auf noch keine heftigen Gegnergruppen gestoßen. Und auch ausrüstungstechnisch sind wir nicht mehr nackt zumindest. Immerhin, das ist schon viel wert. So, ich gehe jetzt hier mal ein bisschen vorsichtiger vor. Man weiß nie, was hier so unterwegs ist. Oh, wir kommen, glaube ich, in radioaktives Gewitter. Na gut, müssen wir durch. Ah, guck mal, ich glaube, oh Gott, ich glaube, ich bin total verstrahlt, weil das hier der Krater vom Institut ist und ich renne einfach voll rein. Ich glaube, wir müssen einen Bogen um den Krater vom Institut machen. Ich habe mir jetzt wegen dem Klickgeräusch überhaupt nichts gedacht, weil ich dachte mir, naja, radioaktives Gewitter, natürlich werden wir verstrahlt. Aber nö, das war der Krater vom Institut. Und jetzt guckt euch, oh oh, Gefahr. Haben Sie verloren. Vorsicht. Oh, Radar. Level 4 Raider. Na, mit denen werden wir, glaube ich, gerade noch fertig hier. Nehmen wir mal die Leder- und Raider-Rüstung, die der hat. Es wird mir aber immer noch Gefahr angezeigt. Ah, diese radioaktive Verstrahlung ist jetzt natürlich ungünstig. Da hätten wir besser aufpassen müssen. So. Mal schauen, wir haben doch einen Redaway, oder? Wir haben sogar zwei Redaway. Ich nehme mal eins und auch gleich ein Stimpack hinten nach, weil die Heilung funktioniert im Überlebensmodus sehr viel langsamer als im normalen Spiel. So, hier haben wir jetzt eine Schadensresistenz von 5 und 7 auf Energie.
Wenn ich jetzt hier diese Raider- und Lederrüstung anziehe, haben wir insgesamt drei. Okay, haben wir auf jeden Fall mehr Schutz als bei diesem Gammler-Outfit. Ich lege das Gammler-Outfit deswegen auch einfach gleich mal ab. Genau, wie ihr unten seht, geht jetzt die Radioaktivität sehr langsam weg und auch die Heilung rückt nur sehr langsam nach. Also da muss man auf lange Zeit planen. Man kann sich nicht einfach unterm Kampf 20 Stimpaks reinhauen und dann geht's schon. Nicht mehr zu sehen von Ihnen. Okay, ich bin ein bisschen vorsichtig. Auch hier bei so normalen Raidern will ich jetzt nicht ins offene Feuer laufen. Wilde Ghule, gehe ich vielleicht doch lieber da lang. So, wir sind versteckt, also mache ich mir keine Sorgen. Ich sag bloß, das Gewitter hört schon wieder auf. Das war aber ein kurzes Gewitter. Oh, 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 oh. Oh, Gefahr geht schon los. Die Blutfliegen und die Blähfliegen, meine ich, haben uns entdeckt. Oh, die sind echt so hart zu treffen, finde ich. Ein ganzes Rudel von den Dingern. Mist. Ah, gut gemacht. Dogmeat. Sehr schön. Ja, momentan sind wir noch ziemlich stark. So, jetzt holen wir uns oben diesen Blutkäfer noch. Diesen Moskito. Okay. Hey. Oh oh. Ah, wir sind noch auf Vorsicht. Ich greife mal an. Die sind immer noch so niedriglevelig hier. Mann, aber mein Charakter zielt wie sonst doch was. Und ich ziele leider nicht besser ohne Wets-Modus. Im Gegenteil. Geh mal ein bisschen in Deckung. Okay. Ja, die sind hier wirklich noch kein großes Problem. Der ist explodiert. Ah, keine Munition mehr. Ab in den Nahkampf. Okay, kein Problem. Der hatte sogar ein Stimpack für uns dabei. Eine Metallrüstung. Nicht schlecht. Ein bisschen Munition. Metallrüstung nehmen wir auch mit. Ich hoffe, ich komme hier irgendwie hoch. Ah ja, da wahrscheinlich. Ein gelber Pilotenhelm. Den nehme ich auch mal mit. Ich glaube, wir haben überhaupt keinen Helm, oder? Ich nehme auch mal diese Metallteile hier, weil ich nicht genau weiß, welche wir jetzt schon aufgehoben haben und welche nicht. Also den Helm können wir auf jeden Fall brauchen. Metallrüstung nehmen wir auf jeden Fall. Das heißt, das hier kann weg. Die brauchen wir nicht. Genau. Sehr gut. Immerhin. Immerhin. Die Pistole können wir eigentlich mal fallen lassen. Sprengstoff haben wir noch ein bisschen. Aber sonst jetzt auch keine Waffe. Keine Munition für unsere einzige Schusswaffe. Na gut, dann müssen wir mit diesem Werkzeug, das ich hier in der Hand habe, Vorlieb nehmen. So, noch ein bisschen, ein paar Drogen. Benutze ich eigentlich nie, benutze ich auch nicht im Überlebensmodus. Kann einem zwar wirklich öfter mal aus der Patsche helfen, aber benutze ich irgendwie einfach nie. Oh, wir sind massiv ermüdet, falls ihr das gerade gesehen habt. Uns fehlt der Schlaf, weil wir Redaway benutzt haben. Und das ist auch noch
wichtig zu wissen in dem Spiel jetzt in diesem Modus, dass Medikamente ziemlich starke Nebenwirkungen haben können. Unter anderem machen sie zum Beispiel sehr durstig, sehr hungrig oder eben auch sehr müde, sehr schlapp. Je nachdem, wir sind jetzt zum Beispiel, können wir hier auf den Stats nachschauen, alles. Wir sind super müde, super hungrig, super durstig, haben Medikamentenbelastungen. Schauen wir uns die Effekte mal genau an. Hier bei Müdigkeit haben wir eben weniger AP-Regeneration. Unter ausgehungert und durstig senkt unsere Stats, unsere Special-Werte unfassbar, wenn ihr euch das anguckt. Und, ah ja, gut, die Maulwurfskrankheit ist natürlich einfach nur, die kriegt man von der Quest. Red dabei erhöhte Müdigkeit und so weiter. Erhöht die Chance, krank zu werden. Ja. Gut, das heißt, wir müssen jetzt erstmal ganz schön viel mampfen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall aufbereitetes Wasser. Du fühlst dich besser, bist aber noch immer ausgetrocknet. Na gut. Ich würde jetzt, wir haben hier keine Kochstation. Ich kann jetzt auch das ganze rohe Fleisch nicht kochen. So einen Süßkuchen kann man auf jeden Fall essen, ohne Probleme. Ich esse jetzt einfach Fleisch vom Mischlingshund, auch wenn es nicht gebraten ist. Fühlen wir uns auch gleich ein bisschen besser. Noch ein bisschen Blähfliegenfleisch. Köstlich. Immer noch leicht hungrig. Aber hey, immerhin, es dürfte schon ein bisschen besser gehen. Ich habe eigentlich nicht vor, Locations zu durchsuchen, aber falls uns irgendwann mal wirklich das Essen ausgeht oder Flüssigkeit. Oh, okay. Ich bin gerade irgendwie hier durch die Mauer geklipft. Das war nicht geplant. Aber jetzt ist es passiert. Ich hoffe, dass wir hier wieder rausklippen können. Ah ja. Oh, und wir sind mitten in Raiderlager geploppt. Oh, das ist jetzt ungünstig. Und wir haben keine Munition. So, ich hoffe, der hat ein bisschen Munition für uns. Au. Guckt euch meine Energieleiste an. Die Raider, die machen schon üblen Schaden. Die sind irgendwie nicht zu unterschätzen. Puh, den grauen Baseballschläger nehme ich mal mit. Oh, da ist ja noch einer von denen. Oh Gott, unsere Lebensenergie. Mit seiner blöden Impro-Pistole. Damit habe ich echt nicht gerechnet, dass der uns jetzt so Schaden zufügt in so kurzer Zeit. Ich glaube, wir sterben jetzt, ohne Witz. Ich könnte versuchen, ein bisschen in Deckung zu gehen hier. Dass wir uns ein bisschen heilen können vielleicht. Genau, und Dogmeat hilft uns hoffentlich. Gut gemacht. Okay, puh, Dogmeat hat uns echt das Leben gerettet. Von wegen, der soll noch mal einer sagen, der sei ein nutzloser Begleiter. So, laden wir mal unsere Revolverpistole nach. Ein paar Schuss haben wir jetzt. Au. Okay, den schießen wir jetzt einfach auf einen Schuss weg. Wir müssen Munition sparen. Da mache ich jetzt lieber viel mit Kopfschüsse und kritische Treffer. Geh aber lieber auch auf Nummer sicher. Lieber zwei Schüsse in den Torso wie... Nanu, Dogmeat geht durch die Tür rein und raus die ganze Zeit. Eine 10mm Pistole können wir vielleicht brauchen. Ich nehme einfach mal alles mit, was mir sinnvoll erscheint. Und nach dem Kampf werden wir mal schauen. Autsch. Okay. Ja, man darf ja wirklich nicht mal die luschigsten Gegner unterschätzen. Im Grunde wie in Dark Souls. Schön. Ah, hier haben wir eine Kochstation. Die werden wir auch benutzen, wenn wir hier fertig sind. Huh, das war gerade echt knapp da oben auf dem Dach. Ich dachte, wir schaffen das nicht mehr. So.
So, ich weiß leider nicht, wo jetzt der letzte hier ist. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Schauen wir nochmal da hoch. Ich glaube, die Tür da oben. Moment mal, habe ich den noch nicht gelootet hier anscheinend. Nee, warte, die Teilchen müssen von irgendwem anderen sein. Ja, auf jeden Fall. Okay. Zeig dich! Genau, die führt nämlich in einen Innenbereich. Da will ich eigentlich nicht hin. Okay, nehmen wir uns noch die Patronen hier. Nochmal nachgeladen, dann haben wir wenigstens nochmal 5 Schuss drin. Und der eine Raider ist sonst wo, keine Ahnung. Den ignorieren wir jetzt einfach und gehen zu der Kochstation. Oh, jetzt geht's ab! Moment mal. Oh, Mist, jetzt steht der direkt vor uns. Ein paar Treffer mussten wir da jetzt unnötigerweise kassieren. Huhu, der fliegt. Da fliegen die Fetzen. Okay, auch hier nehme ich wieder die Metallrüstungsteile mit. So, ich glaube, jetzt gehört das Lager hier uns. Ich hätte gehofft, dass wir hier außen vielleicht auch irgendwo ein Bett finden, aber es sieht leider nicht so aus. Okay, gucken wir mal. Den Metallrüstungsharnisch, der hat definitiv bessere Werte. Auch der Helm ist besser. Und auch das Bein nehmen wir. Den Rest werfe ich aus Gewichtsgründen gleich wieder weg. Und was Waffen angeht, machen wir es mal ähnlich. Ich hebe mir die 10mm Pistole auf, hauptsächlich aus Munitionsgründen. Der graue Baseballschläger. Mal schauen, ob der besser ist als unser Kreuzschlüssel mit 28 Schaden. Ja, definitiv. Also weg mit einem Kreuzschlüssel und Baseballschläger hierhin. Und die 10mm Pistole hierhin, weil da haben wir schon einiges an Munition gesammelt, zum Glück. Auch die kann weg. Und wir kochen mal. So, Getränke können wir uns leider keine machen. Braten, mal schauen. Wir können uns auf jeden Fall Blutkäfersteak braten. Und leider habe ich ja das andere Fleisch vorher gerade eben noch roh gegessen. Das heißt, sonst wird es nichts geben, leider. Nee. Aber gut, immerhin haben wir ein paar gebratene Steaks. Unser Charakter ist ein bisschen müde. Oh, jetzt kommt schon wieder so ein Gewitter. Na, sag mal. Ein bisschen müde, ein bisschen hungrig, ein bisschen durstig. Aber das hält sich alles in Grenzen, würde ich sagen. Okay, weiter geht's. Oh nein! Oh nein! Ah! Oh. Zur Hölle, ey. Diese blöden Minen, die können einen nämlich wirklich extrem in Instant töten. Da hat man überhaupt keine Chance. Also ohne Powerrüstung oder sowas ist man da verloren. Ich will jetzt auch kein Stimpack nehmen wegen den Nebenwirkungen, aber wie ihr seht, haben die Essence-Items überhaupt keine heilende Wirkung mehr. Die heilen die TP nicht mehr. Das wusste ich ehrlich gesagt selber bis gerade eben nicht. So, jetzt sind wir leicht dehydriert, weil wir nichts mehr zu trinken haben. Puh, wie weit sind wir denn? Ja, ich meine, vom Weg her haben wir vielleicht die Hälfte hinter uns, aber jetzt geht's erst richtig los. Jetzt geht's erst los. Das ist doch scheiße. Ich versuche mich hier mal ein bisschen vorbeizuschleichen. Weil noch ein Stimpack und dann haben wir so krasse Nebenwirkungen, dass wir verdursten wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wir können natürlich aus dem Fluss trinken, aber ist halt nicht das beste Wasser. Ich werde es jetzt tatsächlich trotzdem machen, weil wir einfach echt schon ziemlich dehydriert sind schon wieder. Es hilft nichts. Aber dadurch werden wir halt natürlich auch ziemlich radioaktiv vergiftet. Hey, sind das Terrybären? Ich kann sie nicht anklicken. Man kann sich tatsächlich auch Parasiten oder Krankheiten einfangen, wenn man aus Flüssen trinkt. Aber ich gehe jetzt das Risiko ein und wir stillen jetzt mal unseren Durst. Immer noch ausgetrocknet. Mann, trink doch mal. Ich konnte irgendwie im Survival-Modus einmal eine leere Flasche mit Wasser auffüllen. Das fand ich sehr cool, das Feature, und habe mich gefreut. Hab das dann irgendwann mal getrunken, keine Ahnung. Seitdem hat es nie wieder funktioniert. Oh oh, ein Meyer-Lurk. Mit dem würde ich mich lieber nicht anlegen. Warum haben wir hier schwebende Autos?
Man weiß es nicht. Die nächste Brücke wäre angeblich hier. Ist aber leider kaputt. Ist hier irgendwas nicht geladen? Dass hier Autos in der Luft schweben, ist irgendwie schon sehr ungewöhnlich. Naja. Komisch. Aber vielleicht könnten wir über die schwebenden Autos da hochkommen. Nee, ich glaube nicht. Aber man könnte vielleicht wirklich da unten entlang so ein bisschen durchs Wasser schwimmen und dann bei diesen Mittelpfeilern an Land gehen. Versuchen wir einfach möglichst schnell hier durchzuschwimmen. So. Okay. Was haben wir denn hier unten? Hier sieht es ja richtig gemütlich aus. Das meine ich. So diese kleinen Verstecke hier, diese kleinen Mini-Locations, die findet man mit Schnellreisen normalerweise überhaupt nicht. Sowas findet man wirklich nur, wenn man zu Fuß durchsucht. Cool. Hier finden wir zwar jetzt gerade nichts, was uns im Überlebensmodus weiterhilft. Alkohol zählt so viel, ich weiß, leider nicht als Getränk. Also wir können damit nicht unseren Durst stillen. Wahrscheinlich wird er sogar noch schlimmer. Aber da haben wir eine kleine... Aha, ein Kürbis, Fleischkürbis, immerhin. Die hätten es auch ruhig so machen können, dass manche Nahrungsmittel wie Wassermelone oder sowas als Getränk auch mitzählen. Ist aber, so viel ich weiß, nicht so. Dogmeat, was machst du denn da so? Rückwärts durch den Marast glitschen. Sieht lustig aus. Sehr leidend sieht er aus. Okay. Dann würde ich sagen, auf zum nächsten Balken. Oder Plattform. Dingens. So, was haben wir hier? Noch ein bisschen. Ah. Nuka-Cola. Nuka-Cola sind Gold wert hier im Überlebens-Wasteland. Ist so ziemlich eins neben aufbereitetem Wasser, das überaus selten ist, ist das so ziemlich das einzige nicht radioaktive, reine, flüssige Lebensmittel, mit dem man seinen Durst stillen kann. So, durch Wasser sind wir auch relativ gut durchgekommen, kaum verstrahlt. Wir haben uns anscheinend auch keine Parasiten beim Trinken eingefangen. Ist echt nochmal alles gut gelaufen. So, ich gehe nochmal in den Schleichmodus. Oh, cool. Jackpot. So viele Nuka-Cola. Sehr, sehr cool. So. Puh, wir haben noch ein ganz schön hartes Stück vor uns, befürchte ich. Wo sind wir denn eigentlich? Ich muss mich in die Richtung müssen wir, okay. Wir sind jetzt irgendwo in der Nähe von Diamond City, glaube ich. Ja, genau. Beim Trinity-Gebäude in der Nähe. Hier müssen wir auf Supermutanten aufpassen. Weil mit denen, glaube ich, brauchen wir uns nicht anlegen. Ich hatte die ganze Zeit die Befürchtung und habe sie immer noch. Es könnte jederzeit passieren, dass wir einer Bruderschaft-Patrouille über den Weg laufen. Das könnte ziemlich schlecht für uns ausgehen. So ein Kerl in Powerrüstung mit Laser-Gatling würde uns sowas von wegputzen. Da hätten wir echt überhaupt keine Chance. Naja, wir könnten laufen. Das wäre so ziemlich unsere einzige Option im Grunde. So. Oder den Wets-Modus benutzen und hoffen, dass dieser mysteriöse Fremde kommt und uns rettet. Ich glaube, ich habe gerade Ghule gehört, oder? Ich höre doch definitiv Ghule. Aber gleichzeitig ist da hinten Diamond City Sicherheitsguard. Das gibt mir ein bisschen Sicherheit. Vorsicht, oh oh. Ich drücke die ganze Zeit auf die Wets-Taste, damit wir hier nichts verpassen. Oh, und da wird Dogmeat auch schon angegriffen. Das sind sie schon, die wilden Ghule. Na komm, triff doch bitte. Oh, ah, also wirklich. Ich ziel so schlecht. Zum Glück gibt es den Wets-Modus.
Und Dogmeat. Gut. Aber es ist schon besser geworden. Es ist schon besser geworden. Ich habe irgendwie in den frühen 2000ern meine letzten Konsolen-First-Person-Shooter gespielt und dann irgendwie eine 10-jährige Pause eingelegt. Also natürlich immer wieder mal ein bisschen, aber nie ernsthaft. Und jetzt durch Star Wars Battlefront und Fallout 4 lerne ich es erst wieder so ein bisschen. Ich komme wieder rein, aber dauert alles, ist nicht so leicht. Okay, ein paar wilde Ghule, eine Red-Kakerlake, das macht mir keine Sorgen, aber wir haben immer noch Gefahr auf dem Bildschirm stehen. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es im Fallout 4 keine Leitern gibt, die man horizontal nach oben klettern kann? Ich weiß nicht, ob das die Engine nicht erlaubt oder ob die Probleme hatten mit Animation oder irgendwas. Aber auf jeden Fall gibt es keine 90 Grad nach oben Leitern, immer nur Treppen. Finde ich eigentlich schade, weil gerade wenn es um Settlement bauen geht, wären so Leitern ab und zu schon sehr praktisch. So, was haben wir hier? Ein Raiderlager. Wo sind wir denn? Ich weiß jetzt nicht, ob wir durch das Raiderlager durch müssen oder sollen. Oh, da steht schon einer. Ich schieß einfach mal. Kämpfen wir uns einfach mal durch und danach entscheiden wir, ob das eine gute Idee war oder nicht. Denkst du, du könntest dich verstecken? Wenn ich dich erwische, bist du tot. Short Hunting Rifle nehmen wir auf jeden Fall mit. Mist, ich dachte, ein kritischer Treffer reicht für den, aber leider nicht ganz. Weil jetzt haben sie uns entdeckt. Wenigstens hat's für den noch gereicht. Also man muss schon sagen, dass ich schon sehr von meinem Charakter profitiere. Ah ja, guck, hier kommt er. Der unbekannte Fremde oder wie er heißt. Und macht überhaupt nichts. Was zur Hölle? Hab doch keine Angst. Ups. Ah, keine Munition mehr. Ich denke mir schon, was ist denn los? Warum geht's denn nicht? Ja, und Dogmeat darf ihn finishen. Sehr schön. Oh, Dogmeat hat einen Freund mitgebracht. Eine Kakerlake. Okay, Impro Pistol Pipe. Das können wir alles nicht unbedingt brauchen. Splittermine. Okay, gut zu wissen. Na komm, der muss sitzen. Sehr schön. Dogmeat braucht anscheinend Hilfe da unten. Mist, ich komme nicht hin. Okay, haben wir. Ich duck mich mal. Okay, immer noch Gefahr. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. Aber wo? Ich fange hier schon mal zum Plündern an. Vielleicht finden wir irgendwas Cooles. Ich meine, Munition ist ja sowieso. Munition kann man immer brauchen. Ich hatte gerade voll den Spaß. Ha, seine Stimme kommt irgendwo von hier. Aus der Richtung. Aber da kann er fast nicht sein. Da ist nix. Warum stirbst du nicht endlich? Außer er ist da oben irgendwo, aber das glaube ich fast nicht. Vielleicht habe ich auch die Kopfhörer verkehrt rum auf. Aber dann müsste er trotzdem aus der Richtung kommen. Oh, da schießt wer auf Dogmeat. Wo kam denn der jetzt her? Keine Ahnung. Haben wir es jetzt? Ja, das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut, weil jetzt kann ich hier in dem Bett schlafen. Schlafen wir einfach mal 12 Stunden durch bis 5 Uhr morgens am nächsten Tag. Weil dann sind wir erstens ausgeschlafen und zweitens haben wir dann auch hier gespeichert. Warum es jetzt mittendrin aufhört, weiß ich nicht. Aber
Was man noch sagen muss, ist, dass es im Überlebensmodus so eine Art Adrenalin-Anzeige gibt. Also es gibt einen... Oh, was ist denn jetzt? Maximale Anzahl von Speicherständen erreicht. Aha, ich hoffe, er hat trotzdem gespeichert. Ah, genau, man kann nicht länger als 5 Stunden auf so dreckigen Matratzen schlafen. Da braucht man richtige Betten. Gut, dann gehen wir einfach mitten in der Nacht weiter. Ist vielleicht eh sicherer sogar, weil wir ein bisschen unsichtbarer sind. Es gibt Adrenalin in dem Spiel. Der Adrenalinspiegel des Spielers steigt, je länger man unterwegs ist. Das hat den Nutzen, dass man mehr Schaden verursacht, je höher dieser Adrenalinwert ist. Allerdings setzt sich dieser Adrenalinwert auf 0, wenn man schläft. Das heißt, man darf quasi, je länger man nicht schläft, was auch heißt nicht speichert, desto stärker wird der Charakter. Ist eben so eine Mechanik, dass man vielleicht noch ein bisschen den Nervenkitzel auf die Spitze treibt. So. Wir sind jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so weit entfernt. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Wir haben bis jetzt noch überhaupt nichts Cooles getroffen. Ich hätte gehofft, wir begegnen irgendwie einem Wordy Bird, der gegen einen Behemoth kämpft oder sowas. Und dann wäre total crazy shit los. Aber zumindest zum Vorstellen des Survival-Modus, glaube ich, ist es ganz gut. So. Ein paar leuchtende Blähfliegen. Vielleicht können wir die ignorieren. Ich versuche mal, um den Krater rumzugehen, so ein bisschen. Ist aber ein großer Krater. Aber vielleicht so in die Richtung, bei diesen Containern da. Okay, Erfahrungspunkte, das heißt, irgendwas kämpft da unten. Aber was, die Insekten tun sich doch eigentlich nichts gegenseitig. Gut, egal, irgendwas hat irgendwas getötet. Gehen wir noch in die richtige Richtung? Wir müssen sowieso da lang. Ich glaube, hier sind wirklich Supermutanten. Jupp, den würde ich gern ein bisschen meiden, diesen Schrottplatz. Ich hoffe, wir können da vielleicht ein bisschen großzügig rumschleichen. Denn mit denen ist echt nicht zu spaßen. Ihr habt ja vorher gesehen, wie viel Schaden mir so ein Raider aus nächster Nähe machen kann, wenn er mich wirklich trifft. Und wenn nur, ich meine, Supermutanten haben zwar auch hauptsächlich so Pipe-Waffen, aber gerade deren Anführer haben dann doch mal irgendwie was Schwereres und dann ist man weg vom Fenster. Oh, aber die kämpfen gegen irgendwas. Was hat denn der da? Irgend so eine Laser-Shotgun hat sich der gebaut. Ah, der schießt, glaube ich, nur auf die Schaufensterpuppen. Kann das sein, dass der so ein bisschen trainiert? Naja, ich gehe mal lieber nicht zu nah ran. Man weiß es ja nicht. Wohl nichts gewesen. Was jetzt hier ein bisschen wegfällt, was man eigentlich im Survival-Modus machen würde, wenn man wirklich spielt, ist das Erkunden, das Erforschen. Man ist wirklich ständig auf Rohstoffsuche. Ich habe mir jetzt ganz klar das Ziel gesetzt, ich will von A nach B und fertig. Aber eigentlich bist du ständig auf der Suche nach Wasser und nach Essen. Hilft dabei, den Kontrollpunkt zu verteidigen. Wo ist denn der Kontrollpunkt? Ah ja. Gleich da unten. Da schauen wir doch mal hin. Oh Gott. Da geht's ab. Ich weiß nicht, ob wir da großartig helfen können. Hier ist echt Action. Wer kämpft denn da gegen wen? Gunner. Gunner greifen die Railroader an. Mein Gott, mit was für Waffen kämpfen die denn das? Das ist ein Gaussgewehr, das Blaue, was da gerade schießt. Und ich komme hier mit meiner kleinen Spritzpistole. Und die kämpfen mit Plasma und anderen Hightech-Sachen. Es ist echt Krieg da unten. Finde ich ziemlich cool. Die haben noch einen Gunner-Handyman. Mr. Handy, meine ich. Aber die heißen ja nicht Mr. Handy. Colonel Gutsy heißt die Militärversion. Okay, ich versuche mal vielleicht ein
bisschen, ich schaue noch mal, wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Sprengstoff. Ich glaube, mit Sprengstoff kann ich hier ein bisschen mehr helfen, weil meine Waffen sind hier gerade noch ein bisschen nutzlos. Molotow-Cocktails ist schön und gut und Minen kann man nicht so weit werfen. Naja, dann werden es Molotow-Cocktails. Sind das Gegner? Ich bin mir immer nicht sicher, ja. Aber irgendwie läuft der genau neben einem Railroad-Kerl. Ich werfe lieber auf den hier. Ach, die halten einfach schon jetzt viel aus. Ich bin einfach technologisch gerade echt ein bisschen... Oh, so ein Plasmatreffer tut weh. Jetzt hat das auf mich abgesehen. Dogmeat, hilf mir! Danke. Und jetzt kriegt er einen kritischen Kopfschuss. Ja, aber selbst das irgendwie, naja. Besser als nichts. Keine Munition mehr. 9 mm haben wir dafür ein bisschen noch zum Glück. So. Das sieht echt gefährlich aus. Ich gehe mal ein bisschen in Deckung hier. Oh, Granate. Hier ist echt ganz schön was los. Also sobald die Minutemen tot sind und ich allein gegen die kämpfe, oh, ist alles aus. Oh Gott, guckt euch das an. Eine Granate knapp hinter mir explodiert. Ich habe gerade noch überlebt, aber mein Bein ist verstümmelt. Jetzt hauen wir uns mal ein bisschen Zeug rein, damit wir das vielleicht noch irgendwie überleben. Ich glaube, oh, genau, auch noch eine wichtige Neuerung im Überlebensmodus, die uns jetzt das Genick brechen wird. Oh, Nuka-Cola ist radioaktiv. Okay, tut mir leid, dann habe ich euch vorher Blödsinn erzählt. Eine wichtige Neuerung, die uns jetzt das Genick brechen wird. Ich glaube, man kann verstümmelte Gliedmaßen oder verwundete Gliedmaßen nicht mehr so einfach mit Stimpaks heilen. Ich glaube, wir haben jetzt gebrochene Beine, bis wir einen Arzt aufgesucht haben, oder? Oder kann man sie mit Stimpak heilen, aber nicht mehr mit Schlaf? Ich weiß es nicht. Wir laufen auf jeden Fall wie ein junges Reh, also dürfte das schon funktioniert haben. Heile deinen Begleiter, auch eine wichtige Neuerung. Begleiter stehen nach dem Kampf nicht mehr von alleine auf. Wir müssen ihnen helfen. Ich komme gegen diesen Mr. Gatzi schon allein nicht an. Der müsste seine Raider-Kollegen überhaupt nicht dabei haben. Roboter sind mit herkömmlichen Waffen einfach echt krass. So, ich hätte jetzt eigentlich den Vorschlag gemacht, dass wir weglaufen, aber ich kann jetzt natürlich Dogmeat nicht einfach da liegen lassen. Das heißt, wir haben jetzt ein Problem. Dogmeat, schnell, Stimpak rein und nein, und wir sind tot. So schnell kann es gehen im Überlebensmodus. So kurz vorm Ziel vor allem. Aber ich wollte eben unbedingt bei diesem Verteidigen des Outposts helfen. Auch gerade deswegen, um ein bisschen was zu erleben und zu sehen, wie schnell das es gehen kann. Ja, und wäre es das nicht gewesen, wären wir vielleicht verdurstet oder verhungert. Der Überlebensmodus ist ziemlich gnadenlos. Aber ich finde ihn sehr cool und es ist wirklich ein ganz eigenes Spielerlebnis. Also wirklich ganz was anderes als das Hauptspiel im Grunde. Das Hauptspiel sage ich schon. Das Spiel auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden mehr oder weniger. Ja, ich würde sagen, wir beenden jetzt die Sache hier. Ich bin tot. Fertig. Aus und vorbei. So kann es gehen. Na gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch ein bisschen informativ, was den Überlebensmodus angeht, falls ihr den noch nicht kanntet, den Schwierigkeitsgrad. Und wir sehen uns wahrscheinlich bei den regulären Folgen wieder oder spätestens wahrscheinlich beim nächsten Spezial. Also, macht's gut, bis dann. Ciao.